Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play von DayZ oder auch DayZ genannt, je nachdem. Frisch eingetaucht heute und ein paar Bekanntschaften gemacht. Und das zeige ich euch in ein paar kleinen Videos mit einem Bekannten. Und ja, habt Spaß dabei. Die stehen ja jetzt alle schön auf dem Dach. Also so eine Wichser, ne? Die laben sich jetzt an meiner Munition. Ich habe eine ganze Kiste voll pissiger Pissmunition gehabt. Warum kriege ich meine Waffe jetzt nicht aufgehoben? Ach Gott, X7. Oh, nee. Scheiße. Mitten in Elektro. Na komm, jetzt treffe ich ihren Spieler, den boxe ich tot. Die Waffe nicht mal aufgehoben. Was soll denn das? Siehst du die noch vor dir? Ja. Umgebung steht sie drinne. Umgebung steht sie drinne. Also du brauchst 4 Slots für die Pistole, ne? Fuck it, Alter. Eine verrottete Kiwi. Ja, wieso? Ich konnte die doch vorher nehmen, obwohl ich Batterie und alles so hatte. Ach so, ja, aber dann hast du die in der Hand. Dann schick die, klick die oder zieh die direkt in den Charakter, unter dem Charakter dieses Feld. Dann hast du die in der Hand. Jetzt habe ich sie auch, ja. Genau, dann hast du so eine Hand, dann darfst du sie bloß nicht wegpacken. Jetzt kann ich die Bandage alles wieder auswählen. Boah, mein Gott. Ja, machen wir noch eine Rolle auf dem Dach, genau. Ach Gott, mein T-Shirt ist ja zerrissen. Scheiße. Jetzt habe ich die wieder nicht in die Hand, in der Hand. Ich schnall das nicht hier. Ja, wenn du keinen Platz im Inventar hast, nimm das in der Hand. Du kannst es so lange in der Hand tragen, aber sobald du was anderes aufnimmst, ist es weg. Dann lässt er sie fallen. Gut, ich schieß mal. Oh Gott. Jetzt laufen sie wie die Bescheuerten. Geil. Also dann wissen Sie aber den Unterschied noch nicht zwischen der Pistole und einer Mosin. Ach, ich hätte gleich schießen sollen, als ich die gesehen habe, ey. Ich glaube, ich bin gleich tot. Aber ich habe echt tatsächlich nur zwei gesehen, also. Nee, da standen 3, 4 Mann eben auf dem Dach. Die haben sich da schön bedient. Nur ein Spaß. Ja, die haben sich die Munition aufgeteilt, da war ja noch da. Ja. Oh ja, ich möchte gerne diese dumme Mütze tragen mit diesen komischen Bommeln an der Seite. Ich hab ein zerrissenes T-Shirt, eine komische Bommelmütze. Oh, was gibt's denn hier? You are dead. Ja. Alles klar. So viel dazu. Na, sagen Sie was? Nee, nicht wirklich. Mit welcher Taste war das, diese? Mit Caps Lock. Es war unter Tab, ne? Muss ich mal ganz doof fragen. Ja, genau. Okay. Da kommt auch so ein Mikrofonsymbol dann, ne? Genau. Ah, ist klar. Das kann nur ein Zombie sein. Der steht aber in der Wand. Dann gehe ich mal wieder weg. Der wird wahrscheinlich im nächsten Raum sein. Sprichst du Deutsch? Ah, sehr schön. Ist was drin in der blutenden Sau? Okay. Ja, scheinbar auch nichts drin gewesen. Aber der Typ war genauso hilflos wie ich. Ich habe jetzt noch ein Buch gefunden. Ja, kannst du gleich wegschmeißen. Okay. Kannst du auch momentan nicht lesen. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß nicht, ob das noch kommt. Also ich habe auch schon rausgefunden, du kannst Notizen auf ein Blatt Papier schreiben. Mhm. Jedenfalls hat das mit dem Schreiben noch nicht ganz geklappt, aber die Option steht schon. Dann kann man wohl Notizen, so wie bei, ich weiß gar nicht, welches Spiel war das, Rust oder? Nee, Rust war das nicht. Noch so ein anderes Spiel, da konnte man auch Notizen hinterlassen für andere Spieler. Mhm.
Wenn das funktioniert, wäre es natürlich nicht schlecht. Also es gibt da durchaus schöne Stories. Das Stalker? Ich bin jetzt auf dem Weg nach Elektro. Ich sehe nämlich schon die ersten Kräne. Also ich komme dann praktisch von, warte mal, das kann man jetzt schon, komme ich von Norden auf Elektro zu. Ja, also wenn er nur dumm rumsteht und umherguckt, dann ist er tatsächlich tot oder bewusstlos. Na, gucken wir mal. Den anderen, den ich gerade ausgenommen habe, der war tatsächlich tot. Und den ersten, den ich kaputtgeschlagen habe oder kaputtschlagen wollte, der war nur bewusstlos, wie sein Kumpel mir versichert hat. Oh, Handschuhe. Eine andere Mütze. Wäre ich aber vorsichtig, der ist noch nicht lange tot, denn. Egal. Schnell weg. Okay, ich sehe jetzt auch Kräne. Oder einen zumindest. Kann man sich denn Combat Logger nennen? Ja, ich sehe auch nur einen einzelnen Raum. Gesundheit. Jo. Und links von mir ist auf der Insel ein Leuchtturm. Du, ich habe ja jetzt ein Messer in der Hand, ne? Angenommen, ich sehe jetzt jemanden, wie kann ich den erstechen? Linke Maustaste. Okay. Geht noch nicht. Nicht? Hat er also mit dem Schraubenzieher das funktioniert? Aber ich kann dir versichern, du brauchst ein paar Schläge dafür. Ja. Stiche. Aber das Messer kann neu sein. Das kann auch dazu gebraucht werden. Früher war das, wenn du Tiere gefunden hast, die erschossen hast, dann konntest du die Genau. ausweiden. Ob das jetzt immer noch so ist oder schon so ist, kann ich allerdings noch nicht beurteilen. Dass überhaupt ein Messer drin ist, ist schon neu. Oh, was ist das hier? Eine Fabrik, okay. Ja, ich glaube, du bist auf der anderen Seite der Stadt. Oder hast du da so ein großes Blechgebäude? Kann ich jetzt nicht sagen, bin gerade noch drinne. Jetzt nicht so drauf geachtet. Aufnahmezeit ist rum. Paper. Genau, das brauchst du und einen Stift. Dann kannst du dir eine Notiz anfertigen. Ganz toll. Oh, was haben wir da noch? Bier? So. Nee. Oh, schön. Rasputin, was steht da? Quars. Oh, den trinke ich dann erstmal, ne? Ja, wenn das jetzt Elektro ist, warte, da ist ein Schild. Elektro, genau. Dann bin ich jetzt. Siehst du die Kirche in Elektro? Ja, da war ich gerade drinne. Gut, dann komme ich da jetzt hin. Okay, dann zücke ich mal mein Messer. Ja. Jetzt kann ich das Papier aber nicht mehr aufnehmen. Das gibt's doch wohl nicht. Jetzt, okay. Also es macht mehr Sinn, mit einer Pistole rumzulaufen und Leute dazu zu zwingen, sich freiwillig fesseln zu lassen, als mit einem Messer auf die loszugehen. Gott, wo waren die Kirche? Ja, ich bin jetzt ein bisschen, ich bin jetzt Richtung den Kran gelaufen, Richtung Hafen. Die Haustür ist offen, die Haustür ist offen, die Tür ist offen. Ich laufe mal in der Richtung zu dir dann. Oh, was war das? Was war das? Ich weiß nicht. Hier ist auch so ein Blut mit Schweinen. Oben oder? Nee, er sitzt in so einem Gebäude unten drin, hat natürlich nichts bei, außer eine Taschenlampe. Ich glaube, er lebt sogar noch. Hi. Er macht auch komische Geräusche, also. Sieht das scheiße aus. Was denn? Diese komische Taschenlampe auf dem Kopf. Habe ich die jetzt Ist ja an? krass.
Kann ich die jetzt out und ausschalten? Turn on. Leuchtet sehr, die? Sehr nice. Leuchtet die wenigstens? Ich würde jetzt sagen, nein. Das ist ja scheiße. Scheiße. Oh. Was war das? Warum verblasst jetzt eigentlich so das Bild? Bin ich jetzt am Sterben zufällig, oder? Du bist getroffen worden. Blut ist aber nicht. Dann esse ich meine Spaghetti mal. Er hat doch definitiv immer mit der Schrot geballert. Schrot geballert. Auf jeden Fall werde ich immer blasser. Ich sehe jetzt das Rot nur noch relativ schwach. Also Blut ist aber irgendwie nicht, also. Na, warte mal, ich versuche mal Folgendes. Ich nehme mal mein T-Shirt auseinander. Was ist das mit dem Schraubenzieher? Warte mal, ich muss meine Dose weglegen. Ach, leck mich doch am Arsch hier, weg mit dem Scheiß. Was hab ich denn für ein Pullover drunter, bitte? Der sieht gut aus. Leg mir das mal kurz in die Hand und dann guck ich mal. Warte mal, halt mal kurz still. Leg dir mal eine Bandage an. Vielleicht lässt es danach mit dem Grau werden. Siehst du immer noch grau, oder? Ja. Gut, dann bist du wahrscheinlich wirklich angeschossen worden. Das ist so ein ganz blasses Rot. Ich hab... Hm. Ja, egal. Naja. Oh, das ist... ist das hier ein Eckhaus? Kann man hier rein? Das ist ein Eckhaus. Das ist scheiße. Ach, hier ist leer, definitiv. Ja, wollen wir. Ach, ich weiß ja auch nicht, ob wir nochmal nach Tschernogorsk. Also man müsste auf alle Fälle nochmal Tschernogorsk mal rüber, weil da ist mehr zu holen. Aber ich will jetzt auch nicht mehr allzu lange machen, mein Bier ist fast alle. Hm. Hast ja Frühschicht, ne? Also ich kann euch jetzt schon sagen, dass in diesem Industriegebiet nichts zu holen ist. Okay. Also wenn in die Schienen entlang, hier dieses rote Haus auf der rechten Seite zum Beispiel. Ja, dann gehen wir halt da weiter geradeaus. Und dann kommt nachher irgendwann Tschernogorsk. Also wenn du jetzt den Schienen folgst oder der Straße in der Richtung, dann müsstest du nach Tschernogorsk kommen. Da gibt es mehrere Feuerwehren, ein Krankenhaus, also ein richtiges Krankenhaus. Da müsstest du auch ordentlich was finden. Ich hab einen Helm gefunden. Yeah! Und das ein oder andere Einkaufszentrum. Jo, Alter. Jetzt hab ich hier wirklich nur noch fast grau. Also kein Grün mehr. Drück mal Tab. Ja. Dann müsstest du neben deinem Charakter Anzeigen haben. Hungry oder Thirsty. Ja, auch und sick. Und sick. Ja, dann bist du vergiftet. Oder beziehungsweise dir ist schlecht. Achso. Du hast die Bohnen gegessen, ne? Nee, so eine Spaghettis. Ach du Scheiße, nein, die waren bestimmt schlecht. Ja, dann hau ich. Esse ich nochmal was. Ja, ich würde sagen, wenn du das nochmal isst, wirst du nicht lange machen. Ich ess mal auf. So. Erstmal schön die verdorbenen Spaghetti rein, genau. Na prima, ey. Ja, ihm ist eh schon schlecht und die Spaghetti machen es noch besser. Muss man hier in das rote Gebäude reingucken? Na, ich mach nicht mehr lange, das merke ich schon. Du
Ist aber neu. Also eigentlich ist der von solchem Zeug nicht unbedingt gleich schlecht geworden. Ah, jetzt Nicht krieg nur. jetzt krieg ich so ein Flimmern. Flimmern? Lass mich mal in deiner Nähe stehen, wenn du umkippst. Wo bist du denn? Mir du machst echt nicht. Mir ist schlecht. Du machst echt nicht mehr lange. Alter Schwede. Sieht nicht gut aus. Das kenne ich nur aus Daisy Epoch. Das ist eine ungewöhnliche Dose. Und dann machst du die auf und da ist Menschenfleisch drin. Oh, eine verrottete Banane. Scheiß drauf, die esse ich trotzdem. Müsste ich eigentlich hungrig sein. I notice a weird taste. Gut, dann wird es bei mir auch nicht mehr lange dauern. Wo bist du denn jetzt? Ich bin in so ein Gebäude kurz rein. Der andere Typ hat sich hier auch schon umgeguckt. Wo bist du denn? Auf der Straße, wo wir vorhin rein sind. Ach da. Da seid ihr. Da ist er ja. Immer da, immer nah. Du musst in seiner Nähe bleiben, der kippt gleich um, dem ist eh schon schlecht. Du bist gemein. An den Gebäuden hier links und rechts, da ist nicht mehr viel zu holen. Obwohl, warte mal, hier rechts könnte Tatsache die Tür noch zu sein. Na, ist das der Wahnsinn. Möchte jemand eine Mütze? Bei mir sieht die alles schwarz-weiß aus. Ich habe Pistolenmunition gefunden. Ich nehme die mal auf. Auf dem Tisch. Eine Lampe. Sehr schön. Na, hier hinten ist auch nicht mehr viel zu holen, oder? Ein Schlüssel habe ich. Oh, super. Da kannst du dich von den Handschellen befreien, falls sich mal einer fesselt. Falls ich nicht umkippe. Ja. Oh, hier gibt es ja noch mehrere Stockwerke. Das ist ja auch nicht schlecht. Noch eine Mütze. Eine Mütze. Viele Schuhe. Ah, er ist hier schon drin. Er hat eine Hose gefunden mit sechs Slots. Ich glaube, die verleibt er sich gerade an. Ja, sechs Slots, alles klar. Sechs Slots, alles klar. Eine Mütze. Die habe ich da hingelegt. Das obercoole Bandana mitgenommen, ja? Ja. Naja, eine Hose, immerhin. Hose, immerhin. Also, meiner hechelt jetzt hier schon irgendwie. Der pustet. Ja. Weißt du, wenn man die vergifteten Spaghetti frisst? Ich hatte einfach nur Hunger. Ich habe 7,62er Munition hier oben gefunden, aber hast du noch Platz, dann nimm die mit. Ich glaube, du erreichst das Gewehr eher wie wir. Also hier ist Essen. Ich bin jetzt hier mal rüber gegangen. Ich habe wieder ein Pullover an. Ein Bier. Bier. In Epoch war Rope. Rope? Heißt das Rope oder? Ja, Rope, das ist ein Seil. Damit kannst du, glaube ich, Leute aufhängen. Sehr gut. Du musst die fesseln und dann kannst du die an einem geeigneten Baum kannst du die aufhängen. Lass ich das Papier gleich mal fallen. Na gut, das kannst du eh wegschmeißen. Oh, ich hab eine verrottete Kiwi. Nee, ich hab, danke. Ich hab Holz gefunden. Damit kannst du dir ein geschientes Bein anfertigen, falls du dir mal die Beine brichst. Hier gefunden. Hört. Ich hab neue Gagen. Ein Was Green denn? Hoodie mit 7,62mm Geschoss. Ich hab nur Dings gefunden. Ich kratz eh gleich ab, ey. Oh, ich habe ein M42-Bein gefunden. Ein M42-Bein, falls jemand haben will.
glaube, der hört mich nicht mehr, der ist zu weit weg. Oh, ich habe was zu trinken gefunden. Das wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht für mich. Eine Spiked Lemon. Laufe ich gleich aus. Was ist das hier? Cardbox. Artbox. Magnum. Ja. Kannst du aufhören, das ist Munition für den Revolver. Ja. Die musst du aber erst auspacken. Ja, ja, hab ich gesehen. Und dann glaube ich sogar teilweise splitten, damit die in die Dings passen. Gibt auch Schnellladevorrichtungen mittlerweile dafür. Okay. Was ja, die haben die Spawnrate für die Dosen verringert, ne? Für alle Dosen. Also für alle Dosen. Ja. Seid ihr erst da vorne? Ja, okay. Doch, ich hatte vorhin meine Mosin dabei und habe die von dem verkackten Zweiten Weltkrieg braun in schwarz gefärbt, bevor ich abgeknallt wurde. Macht schon was her. Und du brauchst bloß 25% der Dose. Ich habe kein Wort verstanden, aber erzähl ruhig weiter. Ja, wo so ein leuchtendes Orange, ich meine, dämliche Jacke wäre da ja auch eher unvorteilhaft. Irgendwas mit Orange leuchten, aber ich habe es nicht ganz verstanden. Ich glaube nicht, dass wir hier im Krankenhaus noch was finden. Ich glaube auch nicht. Er hat eben nur gesagt, dass er seine orangene Jacke relativ unvorteilhaft ist. Durch das Leuchten halt. Aber ich glaube, die Jacken kannst du nicht sprayen. Das geht nur um die Waffen und die Magazine. Auf dem Airfield findest du. Ja, gut, aber auf dem Airfield findest du nachher auch die schönen Grünen, weißt du, mit 8 Plätzen und so. Stimmt wohl. Naja, ich glaube, die vier Leute, die mich abgeknallt haben, freuen sich gerade über meine Ausrüstung. Ich gehe wieder raus hier. Hier ist auch nicht viel drin. Da ist noch eine verkackte Banane. Mit Martin auch schon. Oh, der bringt nicht viel. Der Basie bringt nicht viel. Axt ist besser als Baseballschläger. Warte mal, wir sind jetzt hier am Hafen. Rechts, links. Ich laufe mal wieder in die Stadt rein. Wo bist du denn hin? Hinter euch. Wo denn? So, da bin ich. Oh oh. Bei mir kommt gerade ein roter Text. Aus Versehen auf den Desktop gekommen. Was heißt denn Nauseus? Das hatte ich auch schon irgendwie zweimal. Das muss ich mal kurz googeln. Ich muss erst mal kurz was googeln hier. Nauseus. Oh, ich habe Caps davon. Eine Spraydose. Ach, mir ist übel. Ah, ja. Ach so, mir ist übel. Ach, das übel. Heißt das. Das kam so oft. Naja, nee. Nicht, keine Bohnen mehr. Da bin ich geheilt von. Ich glaube, die verrottete Banane war nicht so gut. Und eine Cola. Du musst den Test unbedingt mal machen mit diesem Desinfektionsspray. Wenn du neu anfängst, Desinfektionsspray suchen und einfach mal trinken. Dauert keine gefühlten 2 Minuten, bis du tot. Alles im Sinne der Wissenschaft. Also in dem Haus ist tatsächlich hier noch was drin, ne? Welches denn? Was ist das hier? Eine Kugelschreiber? Ja, kannst du gleich wegschmeißen.
Black Pen. Jetzt in diesem Gebäude hier drin oder was? Und eine Axt. Nee, was ist das? Ja, sehr schön. Eine schwarze Axt oder eine rote Axt? Eine schwarz-gelbe. Schwarz-gelbe. Ich glaube, das ist die normale Axt. Wenn es eine Feuerwehr-Axt ist, eine Firefighter-Axt, die macht mit einem Schlag Zombies tot. Warum kann ich die nicht nehmen? Weil die so groß ist, ne? Die hat vier Blöcke. Kannst du direkt auf deine, da wo auch deine Klamotten sind, kannst du sie draufziehen. Sorry, wie bitte? Ich habe dich nicht verstanden. Jetzt ist sie weg. Ah, Entschuldigung. Okay. Hä? Ich glaube, der Typ will mich gleich ummeucheln. Welcher? Er hat schon seine Axt so gezogen. Meine Axt ist hier weg. Aber bei mir wird das Bild jetzt auch gerade grau, weil meiner ist schlecht und alles. Weiß nicht, in welchem Gebäude du bist. Das gibt's doch wohl nicht. Da muss ja einer hier drin gewesen sein, eben. So? Das gibt's doch nicht. Das wäre so eine schwule Spraydose. Dann lass sie liegen. Toll, ey. Ich versuche nochmal in den Raum zu gehen. Vielleicht ist sie nochmal da. Ich. Juhu, ich habe einen Stein gefunden. Sehr fortschrittlich. Nichts, was wir gebrauchen können. Also ich habe jetzt noch eine Axt gefunden. Echt? Und die ziehe ich wohin? Also wenn du eine Axt hast, kannst du die im Inventar lagern. Die ist dann oben bei deinen Klamotten. Das ist praktisch hinten auf deinem... Ach da, alles klar, sehe ich gerade. Ja. Genau. Ja, in Rust hättest du nur den Stein. Mit Feuerholz zusammen hätten wir jetzt eine Feuerquelle. So, und deinen jetzt... 70 Streichhölzern. Ja. Oh. Wo bist du denn? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe auch ein Küchenmesser gefunden. Warte mal, ich krieg hier mal kurz auf die Straße. Meine Sicht wird auch langsam immer heller. So, ich habe jetzt hier eine Kreuzung. Scheint aber zum Sterben nicht zu reichen irgendwie. Nee, die ist einfach nur schlecht und irgendwann lässt das schlecht sein nach. Und dann erholt sich dein Charakter wieder. Aber dazu brauchst du Essen, Trinken und du darfst dich wenig bewegen. Na super. Ich stehe jetzt praktisch auf einer Kreuzung. Ach, da, ich sehe dich. Ah ja, ich sehe schon. Da kommt ein Zombie. Neben dir. Eben. Ja, du hast eine Feuerwehr-Axt, das macht One-Hit. Die macht One-Hit, die darfst du auf keinen Fall wegschmeißen. So. Glaub, ich werde jetzt gleich mal ins Bett gehen. Nein, da entsteht ein neues Gebäude. Irgendwann. Ja. So, ich glaube, ich werde mich jetzt ausloggen und werde ins Bett gehen. Ja, Dito, reicht jetzt auch. Zwei gesehen und ich hatte gerade einen im Visier und auf einmal war zu Ende, also dumm gelaufen, aber komisch. Ja, gut, so kann man halt von vorne anfangen, ist auch nicht schlecht. Eben. Und jetzt zum Schluss war es ja eigentlich ganz, ganz koscher, sag ich mal. Na gut, aber wie gesagt, das ist halt diese Strandedition hier, ne, wenn man hier so langläuft, man muss wirklich ins Landesinnere rein, da sind die Dörfer nicht so ausgefranst.
Da gibt es mehr zu holen. Ja. Und dann macht das auch durchaus Spaß, da mal von einem Dorf zum anderen zu hechten. Aber okay. Ja, auf jeden Fall. Demnächst, würde ich sagen, ne? Auf jeden Fall demnächst. Gucken wir mal. Müssen wir wieder von vorne anfangen, glaube ich, damit das so richtig Laune macht. Ja, gut. Guck mal, wenn wir jetzt so krank und so übel da sind, ich glaube, das bringt dann auch erstmal nichts. Das liegt nur an meiner Banane. Scheiß Bohnen. Nee, Nudeln. Gut, wir sehen uns dann morgen, ne? Auf denn. Bis dann. Das Ciao. Ciao. So, das war das erste Let's Play von DayZ, angezockt und einmal reingeschnuppert. War ja schon mal ganz lustig. Gucken wir, wie Teil 2 wird. Okay, bis dann. Ciao.